Herzlich willkommen, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer. Hier im Studio des offenen Kanals Gera haben wir heute etwas vorbereitet, was nicht alle Tage vorkommt und vor allen Dingen, was für die Gererinnen und Gerer vielleicht auch zum allerersten Mal zu sehen ist. Sie sehen schon an unserer Dekoration, dass wir uns mit einer Kultur, einem Kulturkreis beschäftigen wollen heute, der für die Gererinnen und Gerer vielleicht nur aus Kinderbüchern bekannt ist. Aber wie das immer so ist mit der Kultur, sie lebt auch heute noch fort. Ich darf Ihnen erstmal unsere Gäste vorstellen und dann den Anlass verraten. Ich begrüße ganz herzlich links neben mir Frau Olga Lange vom Interkulturellen Verein hier aus Gera. Neben ihr sitzt Erich Moser, Gartenbauingenieur, jetzt aktiver Rentner, Diplom-Gartenbauingenieur. Das Diplom wollen wir nicht unterschlagen, aber jetzt aktiver Rentner, vielleicht auch mit Diplom. Wir werden schauen, wohin das noch geht. Die Reise, er hat viel vor, davon wird er uns was erzählen. Und rechts neben mir sitzt Dr. Schlund, er ist Orthopäde hier in Gera. Und wie diese drei Personen zusammengekommen sind und was das alles mit diesen historischen Instrumenten, die wir hier auf dem Tisch liegen haben, zu tun hat, das ist der Anlass unserer heutigen Gesprächsrunde. Herr Moser, Sie sind ja sozusagen das Jubiläumskind, das ausgezeichnet wurde. Geburtstag kann man nicht sagen. Sie haben eine Medaille bekommen von einem Kulturkreis, der Ihnen bis vor wenigen Jahren vielleicht auch nur noch vom Hörensagen bekannt war. Ich will mal die Medaille vorlesen, wie sie heißt. Verdienstkreuz ersten Grades in Gold des obersten Atamanrates der Russischen Föderation für Verdienste um russische Kosaken. Wenn man das jetzt als Gera hört, im April 2013 war es soweit, Sie sind überrascht worden damals, wussten gar nichts davon. Jetzt haben Sie ja ein bisschen Rückblick. Was hat es mit dieser Verdienstmedaille auf sich? Wie sind Sie überhaupt in diesen Kreis der Erlauchten, Ausgezeichneten vorgestoßen? Können Sie sich das irgendwie erklären? Ja, das kurz in Worte zu fassen, ist gar nicht so einfach. Also Ausgangspunkt war der, dass wir, also Dr. Schlund, meine Frau und ich, als Speerspitze, sagen wir mal so, vom 15. März bis 20. März zu unserer befreundeten Kosakenstadtentzerei nach Moskau geflogen sind, auf deren Einladung. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch den General Nikitin, also der im obersten Atamanrat der Russischen Föderation mitsitzt, kennengelernt, der, sagen wir ganz einfach, Herrn Dr. Schlund mal mitgenommen hat zu einer Angehörigen, um sie mal da untersuchen zu lassen. So, und da kamen wir so ins Gespräch und da stellte sich heraus, dass er vor seiner Pensionierung war ein großer Filmstar, hat große Monumentalfilme gedreht, zum Beispiel Befreiung der deutschen Offiziere, hat nach seiner Pensionierung in Moskau ein privates Filmdokumentarstudio eröffnet, hat meiner Frau und mir drei schöne DVDs geschenkt, eine über den Kreml, eine über die Tretjakow-Galerie und eine über russische Kunstschätze in Russisch und Englisch. Wunderschön, jede Spielung von einer Stunde. Lass noch mal die DVDs, dann kommen So, wir wieder zu den Kosaken. und er schreibt jetzt ein Buch über Deutsche in Russland und Russen in Deutschland. Und über Letzteres fehlt ihm natürlich Material. Und da hat er uns gebeten, ob wir ihm helfen können. Und da bin ich eingestiegen mit meiner Frau und da haben wir in den Archiven Gera, Altenburg, Schmölln und im Staatsarchiv Weimar geforscht. Zu diesem Thema, vor allen Dingen interessierte ihn die Zeit zwischen 1812 und 1815, also die Napoleonischen Befreiungskriege in Deutschland und dabei die Rolle der Kosaken. Wir haben in diesen Archiven jetzt gut 160 Seiten Archivmaterial zusammengetragen. Sehr, sehr, sehr interessant. Und nun habe ich mich entschlossen, im Kommen wir Abspr gleich vielleicht dazu, aber das war dann der Grund, Ihr persönliches Ja. Engagement, Ihr Interesse, dass dann wieder Ihre Partner in Russland gesagt haben, das ist so überwältigend, was der Mann da leistet, so aus sich heraus, das ist auszeichnungswürdig. Da würde ich nämlich gerne den Dr. Ich Schlund muss nochmal noch mit was reinnehmen. Ja? ergänzen, Entschuldigung. Es war allerdings so, dass wir damals schon, als wir in Moskau waren, Unterlagen mitgenommen haben, die wir von Jena, jetzt muss ich mit annennen, den
wie heißt es jetzt gleich? Jetzt komme ich hier gleich drauf. Da. Hilf mal schnell, Jena, der Chef. Aber vielleicht können wir. Vielleicht, ja, das, egal. Aber vielleicht können wir das überspringen. Ja. Ja, schon, es gibt ja noch eine Vorgeschichte. Die wollen wir ja durchaus ja, auch erzählen. Natürlich. Es ist ja nicht so einfach so, dass Sie mit Herrn Moser gesagt haben, wir fliegen jetzt mal nach Moskau, sondern da gibt es eine Vorgeschichte. Nein. Können Sie da uns das den Zuschauern mal kurz erklären? Also, Herr Moser saß bei Ihnen im Wartezimmer und da gab es so einen Input, so eine Jawohl, Aufmerksamkeit. Was war das? Also, die Geschichte war so, dass Herr Moser als Patient zu mir kam mit so den üblichen kleineren Leiden am Knie oder am Rücken. Und da ich ja schon bei den Kosaken aktiv war, hat er unser Buch gesehen über die Historie der Kosaken. Und ich wusste damals nicht, dass er sehr historisch interessiert ist, weil im Allgemeinen war ich fast, ich habe nochmal an, dass ich der Einzige in Gera bin, der sich überhaupt mit sowas befasst. Und er sagt, Mensch, du hast da so ein tolles Buch hier, das ist ja alles in Russisch, kannst du das lesen? Ich sage, naja, ein bisschen geht schon wieder, ich habe das wieder wiederholt und habe mir Mühe gegeben, ein paar Sprachkurse gemacht, aber alles kann ich nicht lesen. Und er sagt, wunderbare Zeichnungen drin, schöne Bilder, ich wollte das Buch noch mitbringen, aber aufgrund unseres Staus in Gera. Heute ist viel Stau, ja. müssen wir das dann bei der nächsten Sendung demonstrieren. Genau. Auf alle Fälle, so sind wir in Kontakt gekommen und haben dann einfach die Beziehung aufgebaut, auch privat. Also haben uns unterhalten, einfach erstmal so. Ihn hat interessiert, wie ich zu den Kosaken gekommen bin, welche Möglichkeiten es gibt und warum mich das eigentlich interessiert. Das wird unsere Fernsehzuschauer wahrscheinlich auch interessieren, aber wir wollen Ihnen natürlich die würdevolle Preisverleihung, die Vergabe des Ordens, der auch hier bei uns auf dem Tisch liegt, dieses Verdienstkreuzes ersten Grades in Gold nicht vorenthalten. Wir haben eine kleine Matz vorbereitet, die Sie sich jetzt mal anschauen können. Herr Moser hat eine wichtige historische Arbeit, nämlich das Leben der Kosaken in Thüringen in den Archiven recherchiert. Und wir haben sie, als wir in Moskau zur Delegation waren, bei unseren befreundeten Stanitzer, hat er das abgeliefert. Und daraufhin, er weiß das natürlich nicht, hat er großes Aufsehen erregt und ich möchte ihm sozusagen sehr danken und im Auftrag des obersten Atamanenrats eine Auszeichnung überbringen. Laut Befehl des obersten Atamanenrates der Russischen Föderation 124 vom 19. März 2013 wird Herr Erich Moser mit dem Verdienstkreuz ersten Grades in Gold Russischen Föderation des Oberen Atamanrates ausgezeichnet. Dieses Verdienstkreuz wird verliehen für Verdienste um die Kosakenschaft Russlands, die einen herausragenden Beitrag zur Wiederbelebung der russischen Kosaken im Bereich der Wissenschaft, Kunst, Kultur, Bildung, Unternehmertum verliehen. Tragbar an der linken Seite der unteren Brust. Herzlichen Glückwunsch. Das klassische Kosakeninstrument, die Schaschka, die gehört natürlich noch mit dazu. Weil wie nur. So, jetzt sind wir halten. Der Zeiger! Danke, Rutschein. Традиционную казачью нагайку. Auch Gratulation von dem Kosakenchor und auch ein Geschenk für ihn dazu. Herr Moser, es war ja ein ganz erhebender Augenblick. Und wie wir gerade gesehen haben, waren Sie gar nicht so richtig vorbereitet auf die Auszeichnung. Wie groß war die Überraschung wirklich bei Ihnen? Ja, ich muss jetzt noch einfügen, also ein Anlass war mit von diesem, Jena, von diesem Ataman, Herrn Hartwig Bastian, so, der und auch mit einem gewissen Herrn Uwe Becker, ein Historiker aus Hamburg, die damals schon Material gesammelt haben zu diesen Geschichten, Napoleonische Befreiungskriege, Kosaken etc. Und das hatten wir den General Nikitin mitgenommen. Bei der ersten Reise. Und ihm gegeben. Mhm. Und das war schon der Anlass, dass er mich hier
befördert hat zum Stabskapitän. Und was ich nicht wusste, er hat insgeheim den Herrn Dr. Schlund den Orden gegeben, mit der Bitte, ihn mir in einem entsprechenden Rahmen auszuhändigen oder zu überreichen. Das wusste ich natürlich nicht. So, das geschah bei unserem interkulturellen Verein. Aber es gab ja nicht nur den Orden, wir müssen ja jetzt nicht alles, das haben wir ja auch gerade gesehen, sondern es gab ja auch dieses wunderbare Repräsentationsschwert, oder es gibt ja einen bestimmten Begriff, wie das heißt, Herr Dr. Schlund. Ja, das ist die Schaschka. Schaschka, ja. Also das ist der klassische Kosaken, früher Bewaffnung gewesen, heute Zierelement. Und so eine Schaschka, die hat der Kosake eigentlich sein Leben lang und sie wird auch nach und nach verziert. Das sind alles, was wir hier sehen, Replike. Also das bedeutet nichts original. Es gibt auch Gesetze in der Russischen Föderation. Spätestens dann, wenn man ein Original über die Grenze bringt, hat man dann ein Problem. Das bedeutet, Replike haben auch alle ein Zertifikat, wenn man das in Russland erwirbt. Viele Dinge kann man auch in Deutschland mittlerweile als Nachbauten kaufen. Das ist durchaus möglich. Wenn wir schon mal bei dem Repräsentationsschwert sind. Sie haben uns hier, ich würde jetzt mal salopp sagen, Kosakenpeitschen mitgebracht, aber das stimmt wahrscheinlich nicht, wenn man so profan Peitsche dazu sagt. Na, im Prinzip. Ja, das sind also Kosakenpeitschen, verschiedenen, also meine Sammlung ist größer noch, muss ich dazu sagen. Ich habe aber verschiedene Epochen mal mitgebracht oder was auch derzeit ja durchaus verwendet wird zu verschiedenen Uniformen, kulturellen oder auch Paraden oder ähnliches, die die Kosaken dort auch durchführen, dass man dann vielleicht das einfach mal zeigen kann. Gibt es verschiedene Farben, verschiedene Ausführungen und natürlich verschiedene Regionen. Also verschiedene Regionen haben verschiedene Ausführung und der Name heißt dort Nagaika und man kann den Kosake oder den dort, wo er herkommt, also Don-Region oder Kuban-Region, kann man durchaus an seinen Peitschen erkennen. Hier in Deutschland bei uns würde man das sicher nicht erkennen, dann mischt man auch mal eine Uniform oder einfach... Aber es gibt so kleine Zeichen, die Sie ja auch tragen. Sie sind ja sozusagen Ehrenhalber oder im Nebenamt Ataman des Kosakenvereins Stanica Integral hier in Gera. Das ist zum Beispiel so mit diesen kleinen Ledergürteln, die hier liegen. Ne? Das könnte man auch im Alltag dann tragen. Naja, das... Wen Aber daran könnte man erkennen, dass Sie sozusagen dem Kosakenverein zugehörig sind. Ja, ich würde es mal kurz zeigen. Ja. Ich kann mal Ihr Mikrofon nehmen. Also das ist im Prinzip für ein historisches Kostüm. Also das heißt einfach ein Hemd, das kann in verschiedenen Ausführungen, meistens blau, rot oder weiß, das sind also auch die klassischen russischen Farben. Und diese Arbeiten, die hat unser Partner Stanica selbst gefertigt. Das sind also, da steckt viel Zeit und auch Liebe drin, sowas zu machen. Und da hat jeder, im Prinzip jede Stanica, also bestimmte Symbole, bestimmte Etiketten, wenn man das so nimmt. Wir müssen noch vielleicht ein kleines Fremdwort aufklären. Sie sprechen jetzt auch schon häufiger, ich habe es auch schon häufiger gesagt, Stanica, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen, was ist denn mit Stanica eigentlich gemeint? Ist das jetzt ein Verein oder ist es ein Dorf, in dem die Menschen wohnten? Was kann man sich unter Stanica vorstellen? Also die Stanica, das ist also ein klassischer Begriff aus dem Kosakentum und bedeutet eigentlich die Vereinigung, also ein Dorf, also wo sich die Kosaken, also das ist ein Siedlungsort. Ja, also das ist nicht einfach ein Ort. Ja, das ist eine Gemeinschaft, aber das ist nicht einfach jetzt ein Ort. Nicht jeder Ort heißt Stanica, sondern Stanica weiß jeder. Das ist ja praktisch aus dem Kosakenbrauchtum. Mhm. Und in der Stanica ist das die Findung der Leute, die das gerne machen. Früher historisch hatte das Bezug auch, wie sie sich versorgt haben und ähnliches. Also es gab dann verschiedene Gewerke, die dann also zusammengearbeitet haben. Und jetzt ist es so, in unserem historischen Rückblick oder in der Kultur, die wir da weiterführen, dass wir sagen, die Stanica sind verschiedene Leute, die sich einfach für das Kosakentum interessieren. Wie sind Sie jetzt so, Ataman bedeutet ja eigentlich auch nur Anführer oder Chef oder Vorsitzender dieser Vereinigung Stanica. Wie sind Sie dazu gekommen? Durch Ihr Interesse oder haben Sie auch eine persönliche, familiäre Bindung vielleicht in diese Richtung zum Kosakentum? Ich würde vielleicht erstmal zu der ersten Frage was sagen, oder zu dem Ataman. Ja. Viele wissen nicht, das kommt eigentlich aus dem Türkischen. Ja, also Ataman ist kein russischer Begriff, klassisch.
Ich würde das ganz kurz erwähnen, wie das zu diesem Begriff gekommen ist. Und zwar in der Zeit des Osmanischen Reiches waren viele an den Grenzgebieten sozusagen Mischung aus Russen, Osmanen und natürlich auch von Wirtschaftsflüchtlingen aus dem europäischen Raum. Da zählen Deutsche, Franzosen, Polen insbesondere. Und diese, sag ich mal, bunte Mischung dort hat sich zusammengefunden. Und diese Begriffe Ataman kommen eben aus dem Osmanischen. Auch viele andere Begriffe im Kosakentum sind dort angelehnt. Und diese Mischung von diesen Kosaken, die waren eigentlich freie. Also die waren weder Leibeigene, sondern sie haben sich einfach sozusagen, ja, da die Freiheit genommen. Und jetzt kommt eigentlich das Interessante, was viele eben auch nicht wissen, was vielleicht auch die Zuschauer interessieren wird. Das ist die erste Urdemokratie, europäische, wenn man das so nimmt. Weil diese Stanitsa sozusagen der Atamanen gewählt wurde. Und es war sogar Basisdemokratie, weil der konnte jederzeit abgewählt werden. Also zum Beispiel, man ist in den Kampf gezogen mit dem Ataman. Und der Ataman war schlecht und es gab Verluste und es gab andere Probleme. Dann wurde zwar in den Kampf gezogen, die Verluste in Kauf genommen, aber anschließend wurde der eben basisdemokratisch abgewählt. Und so gingen also viele auch wirtschaftliche, ökonomische Sachen wurden basisdemokratisch entschieden. Das ist also sehr interessant. Auch wenn sie vielleicht als kriegerisch aus unserer Sicht dargestellt werden, ist die Geschichte durchaus immer in der Kosakenstanitsa. Aber in ihren Strukturen waren sie sehr basisdemokratisch. Ja. Und jetzt sind sie... So, ja, ich sage jetzt mal das saloppe Wort Freizeit-Ataman. Oder genau. Wie könnte man also ich bin bezeichnen? Auch basisdemokratisch von allen gewählt worden. Ich habe die wenigste Zeit, aber man muss das annehmen. Ja, genau. Und das ist auch eine Ehre, für, also unter den Kosaken, wenn man die Historie betreibt, man wird als Ataman vorgeschlagen, das abzulehnen, das kann man eigentlich nicht. Und das ist also so, dass ich das gesagt habe, ich nehme das an und mit Erich als Stellvertreter, der einen unterstützt, ist das also schon eine sehr interessante Sache. So, und jetzt nochmal zu der zweiten Frage, wie bin ich dazu gekommen? Ich musste ganz ehrlich sagen, nach der Wende habe ich mich eigentlich mit dem russischen und, sage ich mal, auch kosakischen Kulturgut nicht mehr befasst. Also mich hat es in den angloamerikanischen Raum gezogen. Ich war viele Zeit in England, habe dort Englisch sprechen gelernt und hatte das eigentlich vergessen. Mich hat es eigentlich zu einem Kongress hingeführt. Ich wurde angefragt, aufgrund meiner Forschungsarbeit, die ich gemacht habe, ob ich dort einen Vortrag halten könne. Und ich wusste nicht so richtig, was mir dort eigentlich so, wie das da ist und wie das nach der vielen Zeit als man nicht in Russland war, wie das sich entwickelt hat. Und ich war positiv überrascht, die Familien waren sehr freundlich und im Rahmenprogramm besuchten wir in Rostov am Don, das ist unsere Partnerstadt, eine kleine Anekdote, darf ich die erzählen dazu? Ja, na klar, Anekdote ist... Ja, wir saßen am Abend zusammen und einer von den älteren Professoren sprach durchaus gutes Deutsch. Ich habe mich ein bisschen geschämt, weil ich nichts mehr wusste. Ich musste mit Englisch mich über die Runden bringen und dass ich das alles vergessen hatte. Und er hat gesagt, wo kommen Sie denn her? Und da sage ich, ich komme aus Gera. Das kennen Sie sicher nicht. Das ist in der Nähe von Jena, große Universitätsstadt, wo Goethe und Schiller herkommen. Ich sage, ich kenne Gera. Wissen Sie, wo Sie sind? Ich sage, ja, in Rostov. Ja, das ist unsere Partnerstadt, Gera. Und da habe ich gesagt, oh, das Rostov am Don, wir hatten ja mal ein Restaurant und sowas. Und da ist es dann so ein bisschen wiedergekommen. Peu à peu entstanden. Genau. Genau. Und wir waren dann im Rahmenprogramm sozusagen bei den Kosaken zu Gast. Ich muss mal wegen der Zeit ein bisschen, dass Sie zielgerichteter, vielleicht können wir nach der nächsten Mal ein bisschen weitersprechen, denn wir haben, weil wir gerade über den Kulturkreis und wenn Sie das auch so schildern, wie Sie dorthin gekommen sind, die Freundlichkeit der Menschen, Herr Moser hat nicht nur eine Medaille bekommen, sondern es gab auch ein kleines Kulturprogramm. Wir hatten nämlich dann auch zu Gast den Kosakenchor Veremi. Und der hat dann auch ein Ständchen gesungen. Und dass Sie einen kleinen Eindruck bekommen, die hatten ja auch traditionelle Trachten an, der Kosakenchor. Schauen Sie sich und lauschen Sie den Gesang des Kosakenchors Veremi.
Wir sind wieder in der Sendung und Herr Dr. Schlund war gerade dabei, uns nochmal zu schildern, wie so die intensive Beziehung zu der Kultur der Kosaken und zu den Kosaken entstanden ist und wie dann auch hier in Gera der Kosakenverein Stanitsa Integral gegründet wurde. Wir waren gerade in Russland, wo Sie dann erfahren haben, Rostow am Don ist ja eine Partnerstadt. Ja, genau. Ja, wie ging es weiter? So, wir waren dann in Staroserkas, das ist also die Hauptstadt mitten im Don der alten Kosaken, der Don-Kosaken. Und da war alles vorbereitet für ein Fest und das musste ausfallen, weil der prominente Gast nicht gekommen war, kurzfristig. Und alles war vorbereitet und da war unsere Idee, na, dann werden wir einfach gesagt, das war einfach ein Spaß. Und dann sagte der Adamant dort, ja, wieso eigentlich nicht? Gute Idee. So, und da wurden wir dann im Rahmen dieser Zeremonie, alles war da, Essen war da, es war alles vorbereitet. Es fehlte nur der prominente Gast. Dann wurden wir schlagartig zu den pseudo-prominenten Gästen und dann auf einmal dann eine richtige Feier mit den Kosaken. Sind in den, ich bin praktisch sozusagen in die Steinitzer dort aufgenommen worden. Und ich fand das eigentlich sehr interessant. Und im weiteren Verlauf hat mich das doch interessiert. Ich war lange Zeit der Meinung, ich bin so der Einzige, der sich dafür so interessiert. Einfach, weil man ja das Leben dort kennengelernt hat. Und mir fehlte ein bisschen die Zeit. Es gab viele Interessenten. Ich habe dann den Erich kennengelernt. Und wir haben ja mittlerweile, ich denke mal, 10 oder so, sind mittlerweile, die sich dafür aktiv interessieren, 10 bis 15. Und, also Sie haben diesen Verein gegründet auch hier in Gera? Noch nicht. Oder? Wir hatten erstmal nur so eine Gruppe, die sich dafür interessiert haben. Lose Interessierte. So, aber einfach war da, die Zeit. Sie da auch schon mit integriert? Nee, und die Zeit fehlte uns ein bisschen und wir brauchten ein bisschen logistisches Know-how. Und es ist ja vor allen Dingen die Völkerverständigung, die auch von der russischen Seite, also von den Kosaken, immer gefordert wurde. Also man hat auch ein Umdenken gegenüber viele historische Sachen, da kann vielleicht der Erich noch was dazu sagen, gesagt, die Völkerverständigung ist und die interkulturelle Arbeit ist die wichtigste der Kosaken, weil sie damals schon ein Mischvolk waren. Ja. Sie sind ja eigentlich die klassische Mischung aus ganz, ganz vielen. Multikulti. Nun nicht alle Kulturen, aber es war eine Mischung, die man heute sozusagen durchaus diskutiert immer. Und dann bin ich mit Olga zusammengekommen und da haben wir gesagt, vielleicht könnten wir das zusammen machen, dass wir als Gruppe des interkulturellen Vereins ein bisschen sozusagen ein Dach haben, wo wir trotzdem unserer normalen Arbeit nachgehen können, aber unsere Forschungsarbeit oder unsere ja, Brücken schlagen zu der anderen Kultur machen können. Wie haben Sie da erstmal geguckt? Also dann, so, wir sind ja Interessierte an dem Kosakentum, an der Kultur, auch an der Geschichte, aber auch wie es heute geht, an dem Austausch. Haben Sie gesagt, da habe ich schon mal was gehört oder was auch für den interkulturellen Verein erstmal was ganz Neues? Ja, für uns war das auch neu. Also wir hatten zwar Kontakte zu dem Verein, bei dem die Kosaken in Jena einstweilen untergekommen waren, weil wir die Kulturgruppen dort mal eingeladen haben nach Gera, also, aber ich wusste nichts über Kosaken. Und über ein anderes Mitglied unseres Vereins, das leider mittlerweile verstorben ist, hat
Dr. Schlund gewusst, dass es unseren Verein gibt, weil Efim Zevelev auch bei uns aktives Mitglied war. Und so ist er dann, als sich die Gruppe in Gera sehr entwickelt hat, hat er sich dann gesagt, ja, es wäre besser, wir würden uns in Gera hier ein Standbein aufbauen und unsere Arbeit hier aufbauen. Und so hat er mich angerufen und ich war dann beim Treffen dabei und seit 2 Jahren kann man sagen, läuft das mit uns und der interkulturelle Verein hat sich ja sowieso in der letzten Zeit mittlerweile so als Dachverband für Interessengruppen entwickelt. Zum Beispiel der vietnamesische Verein ist auch kein eigentragender Verein, das ist auch eine Interessengruppe, sind auch unter unserem Dach. Also sie nutzen sozusagen unsere Logistik, unsere Möglichkeiten, die wir haben, auch unsere Erfahrungen, wenn es um Fördermittelbeschaffung geht und so weiter. Das spielt ja dann spätestens eine Rolle, wenn man so einen Verein gründet, dass man dann sich weiter kümmern muss, gegenseitig Besuche plant, wie kann man das organisieren, dann sind ja solche und Sachen. Und das ist zum Beispiel, wir haben uns dann, also die Kosaken treffen sich bei uns und es passt sehr gut zu uns, weil der Hauptgedanke ist die Völkerverständigung, was ja auch unser Satzungszweck ist. Mhm. Insofern war uns das sehr willkommen und der Kosakenverein engagiert sich außerdem auch bei der Unterstützung der Integration von Migranten. Es sind ja auch einige Migranten in dem Verein mit aktiv. Und so ist das in die Wege gekommen und läuft jetzt ganz gut. Also wir haben uns jetzt erstmal nie vorgenommen, gleich riesige Berge zu bewegen, aber so in kleinen Schritten. Und wie gesagt, der Besuch von dem Kosakenchor Veremi war so ein Schritt für dieses Jahr. Das hatten wir uns vorgenommen, an dem Hofwiesenpark teilzunehmen und die einzuladen. Und das werden sich ja einige Gärerinnen und Gärer noch erinnern. Aber wenn man jetzt das so hört und die Zuschauer fragen, das klingt ja wirklich interessant, immer wieder in die Historie ein bisschen zurückkommen. Wie kann man sie dann sozusagen finden oder einfach ansprechen, wer da jetzt sagt, so wie der Herr Moser das gesagt hat, das interessiert mich das Thema, da will ich auch was mitmachen oder ich kann sogar vielleicht was beitragen, einfach beim interkulturellen Verein melden oder im Internet gibt es ja auch eine Internetseite. Sie haben eine eigene Seite mittlerweile. Also wir haben natürlich unsere Seite, aber der Kosakenverein hat eine eigene. Also müsste man dann unter Kosakenverein Stanica Integral schauen und dann findet man sie. Ja, oder einfach Kosakenverein Gera und da kommt man auf dann die Seite. Findet man das. Also dort finden Sie nähere Angaben, wenn Sie da Interesse haben, einfach mal reinzuschauen oder mitzutun und die Arbeit des interkulturellen Vereins natürlich, aber auch des Kosakenvereins zu unterstützen, sind Sie herzlich eingeladen. Wir müssen, weil uns die Sendezeit so ein bisschen einschränkt. Die Zeit vergeht so schnell und es ist so ein großes Thema. Das heißt, wir können heute nicht alles abschließen und Sie haben es ja schon vorhin ein bisschen angedeutet, es wäre Zeit, nochmal eine neue Sendung auch darüber zu machen. Das werden wir uns auf alle Fälle vornehmen, aber wir müssen noch mal ein bisschen in die Historie gehen. Herr Moser hat es vorhin schon gesagt, dass die russischen Partner sehr auch an der Zeit um 1813 bis 1815 so interessiert waren und so da versucht haben, die Forschung, die Sie dann auch soweit jetzt ein bisschen vorangetrieben haben und sich in die Archive eingelegt haben, Herr Moser, dass dort großes Interesse besteht. Wie groß ist der Archivbestand? Gibt es da überhaupt was? Oder haben Sie jetzt gesagt, nachdem Sie sich eingelesen haben, um Gottes Willen, hätte ich mich nur nicht auf das Thema eingelassen? Können Sie es noch überblicken? Also die Frage ist berechtigt. Also ich bin da, wir sind da so völlig blauäugig mit meiner Frau da reingedappt, sagen wir mal, in die Archive. Aber in jedem Archiv waren es immer interessanter. Wir waren überwältigt von dem vielen Material, was da vorhanden ist. Ich sagte es vorhin schon, wir haben also gut 160 Seiten Archivmaterial rausgeholt, was sich nur oder überwiegend auch mit dem Auftreten der Rolle und den Aktivitäten der Kosaken im Thüringer Raum befasst. Nun habe ich das noch ausgewertet, weil, wie gesagt, dieser General Nikitin vor allen Dingen den Thüringer Raum mit interessiert hat, aber ich habe das auf ganz Deutschland ausgedehnt. Ich habe also nicht im Thüringer Raum Schluss gemacht, sondern habe das an sich von Borodino bis zum Rheinübertritt so untersucht und auch beschrieben. Und es ist
unheimlich interessant und vor allen Dingen auch sehr viele Zeitzeugenberichte, was es so sehr interessant ist, was die erlebt haben mit den Kosaken. Also die Archive sind noch da und sind voll von solchen Erlebnisberichten, die man dann wieder ein bisschen aufschlüsseln kann und dann stellen sich wieder Querverbindungen in die alte Heimat, in die russischen Stanica, in die Ortschaften, wo die Kosaken gesiedelt haben, wieder her. Ja. Soweit sind Sie jetzt schon mit Ihrem... Soweit bin ich mit meinen Recherchen. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, also mein Herzblut reingegeben und das ist unter Zeiten meine Frau, die schimpft schon manchmal, weil ich nur noch am Computer sitze und schreibe. Ja. Vielleicht können wir nochmal, Sie haben uns da so eine Ikone, ja. Ikonografie mitgebracht. Da hängt ja auch so eine kleine Geschichte dran. Wie sind Sie da drauf gestoßen? Also ich bin darauf gestoßen über den Historiker Herrn Uwe Becker aus Kamburg. Der Hintergrund ist der, dass damals 1813, als die Russen nach Deutschland kamen, also die alliierten Truppen, und der Zar Alexander I. hat seinen russischen Truppen und natürlich auch den Kosaken freigestellt. Wenn sie nach Frankreich kommen, können sie sich schadlos halten. Also können sie plündern und walzen. Das haben die Franzosen und Russland auch gemacht. Da die Kosaken und die Russen nicht wussten, wo sie sind, haben sie nach jedem Fluss, den sie überschritten haben, gefragt, sind wir schon in Frankreich? So, und jetzt hat dann das die Maria Pawlowna, die Fürstin, später war es Großfürstin von Sachsen-Weimar-Eisenach, die Frau des Fürsten Karl August und Schwester des Zaren Alexander dem I., die sehr sozial eingestellt war, ihre Einwohner von Weimar, Kamburg und der umliegenden Ortschaften dahingehend schützen wollen, dass sie diese Ikone, das ist also die Krasanskaja, die Gottesmutter aus Kasan, ist eine der heiligsten Ikonen Russlands, auf Büttenpapier hat drucken lassen, das hat damals aus harter Lumpen gebaut worden, gemacht worden ist, hat das an den Häusern, haben die Leute an die Häuser genagelt und als dann die, meistens waren es dann die Kosaken, da angeritten kamen und sahen das, da haben sie sich ganz fromm bekreuzigt mal. Da wussten sie das. Also wussten, wir sind ein Freundesland, ja. Haben artig um eine Wegzehrung gebeten und sind ganz artig wieder davon geritten. Haben sie sozusagen nicht schadlos gehalten, sondern haben... Genau so. Und jetzt hat man so eine Ikone, die blieb natürlich hängen bis 1815, wo wir zurückkamen, da waren sie unbrauchbar geworden. Es haben aber einige die Zeiten überlebt und in einem Rittergut in Buttstedt hat man, ich weiß nicht wann das war, so eine Ikone noch gefunden. Am Boden aus diesem Büttenpapier und hat das jetzt nachgedruckt auf diese Dings. Und es ist gesponsert worden. Da kostet so eine Ikone ungefähr 8 €. Und jetzt wird diese Ikone verkauft für einen symbolischen Preis von 2 €. Das kann mehr oder weniger sein. Und dieses Geld, der Pastor und der Priester, der Ex-Priester von Weimar, von der russischen Kirche in Weimar, der Michael Rahr, hat diese Ikonen gesegnet. Es wurden 400 Stück davon gedruckt, natürlich jeder davon, sondern in Paketweise. Und jetzt bieten wir die an die Bevölkerung, wer immer Interesse daran hat, diese zu kaufen. Und das Geld soll dann der russischen Kirche zugutekommen, weil sie ja keine Kirchensteuer bekommt, sondern nur in Spenden lebt. Also das ist eine ganz praktische sozusagen Auswirkung dieser historischen Forschung. Die letzte Minute, die wir noch haben ganz für unsere Sendung, die Zeit läuft uns weg. Die letzte Minute, die wir haben, müssen wir noch mal einen Ausblick geben, einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Also wir haben gehört, es war ein ganz kleiner Zufall, dass bei Ihnen das Buch im Wartezimmer lag. Plötzlich entsteht da was ganz Großes. Dann hat ein deutscher Rentner, sage ich jetzt mal, auch wenn Sie das vielleicht nicht so gerne hören, aber diese höchste Auszeichnung auch bekommen, die sonst an Deutsche ja auch nicht verliehen wird. Also eine ganz besondere Ehre, auch für einen Geraer Bürger. Jetzt hat sich dieser Kosakenverein hier in Gera gegründet. Wohin kann das noch gehen? Also wir haben schon die Wörter Integration und Verständigung der Völker. Also welche Ziele haben Sie noch, Herr Dr. Schlund, mit dem Verein oder mit denen, die interessiert sind und mitarbeiten wollen? Ja, also interessant ist die ganze Geschichte für die Zukunft in zweierlei Hinsicht. Der erste natürlich, dass man einfach das Kosaken-Kulturgut erhält und zumal die Kosaken von vielen gar nicht gewusst in Thüringen eine große Leistung erbracht haben, sowohl für Maria Pawlowna als eigenen Schutz damals, als sie hier gelebt hat, als Petersburger, sag ich mal,
Prinzessin oder Regentin oder wie auch immer ihr geheiratet, die Kultur beflügelt hat in Weimar, die Kosaken immer auch hier waren und natürlich auch bei den Befreiungskriegen auch vor Ort waren und eigentlich ein bisschen untergegangen sind. Und das ist auch der Grund, um nochmal auf die Auszeichnung zu kommen, warum der Erich so aus dem Nichts auf einmal diese Auszeichnung kriegt, weil wir kommuniziert haben, das war in Thüringen, gibt es Kosaken, er recherchiert schon und er guckt und dann sagen die, das ist aber interessant. Zurzeit ist es so, dass die ganzen Bücher auch in der Russischen Föderation über Kosaken sehr gut laufen und haben gesagt, das wäre eine interessante Sache, das zu schreiben. Und für die Zukunft zum Beispiel, dass er dann so einen Roman schreibt, der wird vielleicht nicht an Michael Scholochow rankommen, aber zumindest vielleicht auch doch so einen Roman schreiben über Thüringen, was natürlich für Thüringen auch eine wahnsinnige Image-Kampagne ist. Für Russland, wenn man ein Buch legt, eine Liebesgeschichte vom Kosaken in Thüringen, vielleicht ein bisschen deutschlandweit ausgedehnt, denke ich, ist eine sehr interessante Sache. Und weil man dann auch historisch nicht man muss zu viel recherchieren. Das ist ja vielleicht der kleine Ausblick für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, schon vielleicht für die nächste Sendung, wenn das Buch fertig ist. Wir wissen, da steckt viel schon im Manuskript. Und wenn es gelingt, so ein Buch wie auch immer zu erstellen, und Herr Moser, wir drücken Ihnen alle die Daumen, das wäre schon Anlass, sich hier wieder zu treffen. Aber der nächste Anlass könnte ja auch wieder sein, wenn es gelingt, wieder eine kulturelle Beziehung so aufzubauen, dass wir hier in Gera auch wieder zu den Kosaken eine Veranstaltung hier haben. Dann sind Sie herzlich wieder auch bei uns im Studio eingeladen. Ich danke, dass Sie für diese kurze Zeit so viel Information für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hatten. Wenn Sie sich dafür interessieren, wenden Sie sich einfach übers Internet an den Kosakenverein Stanica Integral. Geben Sie einfach ein, Kosakenverein Gera oder direkt an den interkulturellen Verein. Oder wenn Sie den Herrn Moser können, einfach mal auf der Straße anhalten und nachfragen. Geht alles. Danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank.